Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute zum ersten Mal ein Halsband zeigen. Ich habe mir dafür den doppelten KBK Bar ausgesucht. Ich möchte das Halsband mit Zugstopp machen und zwar möchte ich den Zugstopp so haben, dass ich ihn verstellen kann. Wir brauchen dafür zwei D-Ringe oder O-Ringe, könnt ihr machen, was ihr wollt, und einen Stegring. Dann brauchen wir noch drei Farben Paracord. Die Länge errechnet ihr ganz einfach. Ihr nehmt einfach die Halsbandlänge, die ihr braucht, mal 14,5. Das macht ihr dann für jede Farbe. Also müssen alle drei gleich lang sein, weil wir dann auf der mittleren, also mit der mittleren machen wir dann unseren Zugstopp weiter. Also besondere Chick-Formel müsst ihr jetzt nicht anwenden, weil er eh relativ dünn ist. Und da wir einen offenen Zugstopp haben, ist es da immer ein bisschen flexibler. Ihr macht eure drei Paracords oben einfach an eurem Ring fest und den mittleren, den nehmen wir als Kosmetik und ich habe ihn jetzt unten mit zwei Schrauben befestigt, weil wir ja hier dann später weiterknoten wollen und habe den einfach ein bisschen auf Zug gemacht. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen, wenn ihr soweit seid. Nehmt ihr eure rechte Farbe, legt sie über eure Kosmetik, dann nehmt ihr die linke Farbe, geht mit ihr über die rechte Farbe, unter den ersten Kosmetikstrang, wieder über eure rechte Farbe, dann wieder runter, unter euren zweiten Kosmetikstrang und dann geht ihr wieder rauf und wieder über eure rechte Farbe. Also der Trick ist eigentlich ganz simpel und einfach. Mit der einen Farbe, ich mache es nochmal ein bisschen auf, dann kann man es besser sehen. Mit der einen Farbe geht ihr immer unter die Kosmetikstränge, also blau jetzt, mit der anderen Seite immer drüber. Und die Farbe, die jetzt über der Kosmetik ist, muss unter der anderen Farbe sein. Ihr macht im Endeffekt nichts anderes wie auf dem Webstuhl. Ihr müsst das hier als einen eurer Stränge sehen. Geht drüber, drunter, drüber in der Mitte wieder hier, drunter und wieder drüber. Und ihr müsst mit jeder, also mit der Farbe immer das Gleiche machen. Eine Farbe, die oben ist, muss auch oben bleiben. So, und dann ziehen wir das ganze Ding fest. Ich stelle mich gerade ein bisschen an. Ah ja, da haben wir schon was Verdrehtes. Ihr könnt den KWK schon ein bisschen ziehen, aber jetzt auch nicht so sehr, was sonst sieht ein bisschen blöde aus. Ihr müsst bloß am Anfang zusehen, dass ihr es einigermaßen hinkriegt, dass er schön fest bleibt. So. Also, diese hier war über den Fürsträngen, also legen wir sie wieder drüber. Und diese hier ist immer unter den Fürsträngen und über der Farbe. Also, über die Farbe, unter den Fürstrang, über die Farbe. Wichtig ist, dass ihr in der Mitte immer überkreuzt geht. Und dann durch die Schlaufe oben unter den Fürstrang und dann die Schlaufe. So. Und ziehen. Aha. So. Und das gleiche nochmal. Also, ihr seht, meine Schwarz-Weiß ist immer über dem Fürstrang und Blau immer unter dem Fürstrang. So könnt ihr euch das dann immer selber kontrollieren oder könnt gucken, wie was jetzt gehört. Also welche Farbe oben drüber, welche Farbe unten drunter. Also die hier immer oben drüber und was über dem Fürstrang ist, ist unter der Farbe. So, also drunter, drüber, drunter, drüber, drunter, raus. So. Ich hoffe, ich erkläre euch das jetzt so, dass ihr das versteht, weil es ist echt, es sieht einfach aus, aber es steckt schon ein bisschen was dahinter. Also wieder diese hier oben drüber, über die Farbe, unter den Strang, über die Farbe, unter den Strang, über die Farbe. Wichtig ist auch, dass eure Paracords, eure Doppelten, nebeneinander liegen und sich nicht überkreuzen.
Jetzt könnt ihr sie nicht festziehen oder sieht hässlich aus oder dass ihr sie verdreht. Dass ihr jetzt so, das ist, funktioniert auch nicht. So, also ich zeige es euch jetzt noch ein letztes Mal. Diese hier ist oben drüber. Das heißt, sie muss unter die Farbe und dann wird ganz einfach gewebt. So. Aufpassen hier. Und noch aufmachen und diese hier drunter ziehen. So. Und festziehen. Hochschieben. So. Also, dann haben wir auf der einen Seite dieses Muster. Auf der anderen Seite. Ich kann auch auflockern. Auf der anderen Seite dieses Muster. So. Dann machen wir das geschwind für unsere ganze Gesamtlänge und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe jetzt meine Gesamtlänge erreicht und habe mein Halsband vom Chick runtergemacht. Jetzt nehmen wir unsere Kosmetikstränge. Ein bisschen auf die Seite alles. Meine mittlere Kosmetikstränge und den D-Ring und stecke quasi die Kosmetikstränge durch den D-Ring durch. So. Dann sieht das Ganze so aus. Die Enden hier vernehmen wir dann später. Dann nehme ich das andere Ende von meinem Halsband und gehe durch den D-Ring am anderen Ende von hinten, also von der Innenseite nach vorne. So, das hier wird jetzt quasi hier unser Stück, was wir dann später verstellen können. Genau. Und dann legen wir das mal so hin. Seht ihr das besser? Dann machen wir jetzt unseren zweiten Ring hier oben fest. Ich mache das jetzt mit einem Schlaufenknoten, also ich nenne jetzt mal so fest. Und zwar geht ihr legt euren D-Ring unter euer Cord, geht von vorne nach hinten durch den Ring durch, dann geht ihr nach unten und von hinten nach vorne wieder vor, dann legt ihr euer Cord über euer erstes Cord, also hier drüber, dann geht ihr wieder nach hinten und von hinten wieder nach vorne durch den D-Ring durch. Jetzt haben wir hier eine kleine Schlaufe, die ziehe auf, steckt euer Cord hier durch die Schlaufe, durchziehen, festziehen, fertig. Wichtig ist, dass euer Ende außen ist. Dann nehmen wir den zweiten. Mit dem machen wir es genauso. Von vorne nach hinten durch den D-Ring durch. Dann von hinten nach vorne, also innen weg, wieder vor, über den Cord drüber, nach hinten, durch den D-Ring durch und die Schlaufe ziehen und durch die Schlaufe durch. So, also ist das hier jetzt mein offenes. Dann müssen wir sehen, dass wir unsere Länge, also ich nehme jetzt ungefähr mal so 10 cm und dann muss unsere Kosmetik noch gleich lang sein. So, wir machen jetzt für unseren Zugstopp einen ganz normalen Cobra-Knoten. Ganz einfach, ihr nehmt den rechten, geht unten durch. Dann nehmt ihr den linken, geht unter den rechten durch, so, und dann oben drüber über eure Kosmetik und auf der anderen Seite hier unten durch. Dann ziehen wir da fest. So halten, dass ihr auch was seht.
So, also, dieser hier ging jetzt oben drüber und dieser hier ging unten durch. Der oben drüber ging, wird jetzt auch jetzt wieder oben drüber gehen. Also wieder oben drüber legen, den anderen machen wir jetzt hier drüber, drunter, auf der anderen Seite raus. Sieht dann aus wie so, wie so eine Breze, eine halbe. Festziehen. Also diese Seite war oben drüber jetzt. Oben drüber. Dann den hier über den Strang drüber, unten herum und durch die Schlaufe hoch und festziehen. Also dieser Strang geht immer oben drüber. Es ist egal, ob er jetzt links oder rechts ist, er geht immer oben drüber. Und dieser Strang immer unten lang. Das ist das ganze Geheimnis dabei. Aus dem Knoten lässt sich auch ganz toll eine super schicke Leine machen. Also oben drüber, dann der hier über den Strang drüber, unten durch, durchziehen. Oben drüber. Wichtig ist, dass der unten lang geht, einmal über den Kord von der anderen Seite drüber geht, damit sich das auch irgendwie fest verknotet, weil sonst hat es keinen Halt. Wenn ihr das unten runter macht, dann hat es überhaupt keinen Zweck. Also ihr müsst über den anderen drüber und dann erst unter eurer Kosmetik durch und dann von hinten nach oben drüber weg, dass das eine Schlaufe gibt. So. Das machen wir jetzt geschwind ein Stück. Oben langlegen, hier drüber, drunter durch, durch die Schlaufe ziehen, fertig. Oben langlegen, drüber, unten durch, durch die Schlaufe ziehen, fertig. Ein bisschen hochschieben das Ganze, dass es schön fest wird. So, oben drüber, unten durch, durchziehen. Drüber, unten durch, durchziehen, festziehen, fertig. So, jetzt mache ich noch ein paar und dann tun wir unser O-Ring und unseren D-Ring nach oben verschieben, dass wir das untere Stück auch machen können. Geht schon. Tun wir durchziehen, also durchschieben, ziehen unsere Enden durch und dasselbe machen wir jetzt mit unserem D-Ring. Und ihr werdet sehen, dass das gar nicht so leicht da durchgeht. Ist auch ganz gut so, weil es soll ja, wenn wir ihn festgestellt haben, nicht gleich wieder verrutschen. Einmal, zweimal. Es ist echt wichtig, dass ihr den schön immer hochschiebt. Weil wenn dann später mal Zug drauf kommt, verschiebt sich der Knoten auf der Kosmetik und das sieht dann nicht schön aus. So. So. Andersrum. Also wir müssen da echt ganz viele jetzt noch hinmachen, richtig eng, dass sich das auch nicht verschiebt. Hochschieben. So. Musste ich selber mal überlegen, der hier oben drüber so. Oben drüber, unten durch, fertig. Also, jetzt kommen wir langsam hier zum Ende. Aber da passen mindestens noch zwei oder drei Stück rein. Mindestens. Also, es muss wirklich richtig doll eng sein. Und richtig fest.
So, schauen wir mal, einen machen wir noch. Also mindestens einen. So, jetzt sieht es, glaube ich, ganz gut aus. So, dann nehmen wir ein Feuerzeug und eine Paracord-Nadel. Unsere Enden tun wir ansenken und machen die vorne ein bisschen rund. Vorsicht heiß. Irgendwann hat man kein Gefühl mehr in die Finger. So, dann drehen wir unsere Nadel drauf. Und dann vernehmen wir jetzt unsere Kosmetik. Und zwar geht das ganz einfach. Wir gehen einfach unserer Kosmetik im Band nach. Also hier unten rein. Dann hier wieder oben rein. Den hier. Müssen wir da raus tun. So, dass der auch da ordentlich ist. Dass das hier schön ausschaut, als würde es dahin können. Wieder nach unten und nach oben. Und das machen wir jetzt das ganze Halsband entlang. So. Und zwar mit beiden, mit dieser hier auch, das ganze Halsband bis hier nach hinten. Und dann sehen wir uns wieder. Dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, dann sieht das Ganze so aus, wenn ihr fertig seid. Und jetzt müssen wir nur noch unsere restlichen Schnürchen hier vernähen. Das könnt ihr eigentlich machen, wie ihr wollt. Sucht euch einfach irgendeine Stelle, wo ihr nochmal zwei, dreimal drum herum geht, wo man es nicht sieht. Also ich mache das jetzt so. Die vernäht ihr alles schön. Und dann können wir sie auch nochmal verschweißen. Da müsst ihr nochmal verschweißen. Mehr. So, das geht schon richtig schön schwer durch. So, Schere nehmen, abschneiden, verschweißen. Das machen wir mit jedem unserer Bändel. Und dann sind wir fertig. So. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was zeigen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!